Jojojo, Vlog-Fam, was zittert bei euch? Willkommen zu meinem Vlog am Montag, dem 17. September 2018. Es ist jetzt ungefähr 18 Uhr. Ja, also Leute, wie war mein Tag bis jetzt? Mein Tag bis jetzt war richtig, richtig nice. Und zwar habe ich gemacht mein Beintraining, das zeige ich euch hier. Danach habe ich noch 24 Sätze Bauch rangehängt. Boom, fertig. Darf wieder überall steigern. Beintraining war echt am Anfang eine Herausforderung, weil ich noch einen ziemlich krassen Muskelkater hatte. Aber ich habe es natürlich durchgezogen und mich überall gesteigert und darf mich jetzt wieder steigern. So muss das sein. Yes, yes, nice. Dann haben wir natürlich auch schon das Arm-Workout zu Hause durchgezogen. Das zeige ich euch hier. Gesteigert bei den ersten Supersätzen und bei den zweiten und bei den zweiten bei den dritten Supersätzen, also bei dem am Kabel, an dem Turm, habe ich mich von 5 Platten auf 6 Platten überall gesteigert. Richtig nice, war zwar schwer, ist logisch, vor allem für Bizeps, weil der ja schwächer ist als der Trizeps, aber das kommt und das werde ich auf jeden Fall so beibehalten, weil dann kommen mehr Gains. Dann haben wir auch schon unser Bauchworkout durchgezogen, das zeige ich euch am Abend, weil ich dann die Übung erklären möchte und eben ein 15 Minuten oder ein 10 Satz Bauchtraining mit einer Übung erklären möchte, mit dem ihr definitiv zu einem Sixpack kommt, wenn denn der gegebene Körperfettanteil nicht zu hoch ist und eben dafür ist, dass man die Bauchmuskeln auch sieht. Das kommt am Abend und ich habe auch schon gegessen. Was ich gegessen habe, zeige ich euch hier. Bisschen Reis mit 735 Gramm Hähnchen und 250 Gramm Blumenkohl.
Quark hatte ich auch schon 500 Gramm. Und zwar, ich habe mir heute 800 Gramm Reis-Trockengewicht gekocht. Und alles, was in meine Tupperware-Schüssel nicht reinpasst, das sind ungefähr so, glaube ich, 700 Gramm passt rein, habe ich halt gegessen. Sprich, ungefähr 100 Gramm Reis hatte ich jetzt. Den anderen Teil werde ich natürlich am Abend essen zu nochmal 750 Gramm Hähnchen und 250 Gramm Blumenkohl. Cardio haben wir auch schon gemacht, über 10.000 Schritte haben wir bereits. Jetzt muss ich noch das Video bearbeiten, denn heute wollen wir einen Livestream machen um 20.30 Uhr. Bis dahin muss das Video fertig sein und ich muss auch nochmal Cardio machen. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, werde ich euch noch sagen bzw. erklären, was das mit dem Bauchtraining auf sich hat und welche Übung das ist und was ihr machen müsst und alles. Genau. Sonst bin ich jetzt fertig, Leute. Wir sehen uns ja noch wieder. Bis dann. Servus. So Leute, jetzt melde ich mich wieder zurück. Es ist 0.50 Uhr. Wir haben Instagram gemacht und bereits gegessen. Was ich gegessen habe, zeige ich euch hier. Weiß ich nicht, der Rest des Reises halt ungefähr 700 Gramm Reis, Trockengewicht und 750 Gramm Hähnchen. Nicht ganz 750 Gramm, ein bisschen. 20 Gramm weniger oder so, 30 Gramm weniger. Und 250 Gramm Blumenkohl. Das heißt, wir haben heute 4644 Kalorien gegessen. Nice, Alter. 424 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett und 663 Gramm Carbs. So lässt sich's leben. Schritte haben wir 16.387. So Leute, jetzt kommen wir kurz zum Bauchtraining, zu meinem 15-minütigen oder 10-Satz Bauchtraining oder zu meinem Einübungsbauchtraining. Ich zeige euch die Übung, um die es geht, hier. Der Ab Roller, wie ich schon öfter gesagt habe, dass ich das mache daheim. Ich mache 12 Sätze, immer so viele Wiederholungen wie es geht. Meistens sind es 15 Wiederholungen. Ich mache quasi einen Satz, 30 Sekunden Pause, einen Satz, 30 Sekunden Pause. So mache ich das. So lege ich euch das auch ans Herz. Ihr müsst natürlich keine 12 Sätze machen und auch keine 15 Reps. Als ich angefangen habe mit der Übung, habe ich 6 Sätze mit 6 Wiederholungen gemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil das so schwer war und es so ungewohnt war, weil ich die Übung halt nie gemacht habe und weil die so schwer ist, deshalb bringt sie auch so viel. Und was ihr bei dieser Übung beachten müsst, ist eins, ihr müsst eure Zehen, ihr kniet ja quasi auf einem Kissen wie ich jetzt oder auf eurem Handtuch oder vielleicht braucht ihr sowas auch nicht, dann kniet ihr am Boden. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr dann nach vorne geht, dass eure Füße hinten am Boden bleiben. Eure Zehenspitzen noch nicht abheben, weil wenn ihr abhebt, dann ist es leichter. Sprich, wenn die Zehen am Boden bleiben, ist es viel schwerer. Deshalb macht es am Anfang ruhig mit Zehen abheben lassen, aber achtet darauf, dass ihr das nicht immer macht und dass ihr euch da wirklich darauf konzentriert, dass die unten bleiben. Dann Blickrichtung ist immer nach vorne, immer neutral, nicht nach oben, nicht nach unten auf dem Bauchschirm, aber kontrahiert, sondern immer gerade aus, wenn ihr nach vorne geht und nach hinten. Und dann macht einen leichten Katzenbuckel. Dann geht es mehr auf den Bauch, weil wenn ihr quasi, das Problem ist, die meisten Leute können die Übung nicht, weil sie quasi ein Hohlkreuz machen, weil man ja gewohnt ist von den meisten Übungen ein Hohlkreuz machen zu müssen, damit es nicht schädlich für die Wirbelsäule ist. Aber das Gewicht kommt ja hier nicht von oben quasi, das staucht eure Wirbelsäule nicht, sondern das Gewicht kommt ja quasi von der Schwerkraft von eurem eigenen Körpergewicht. Und wenn ihr da einen leichten Rundrücken macht, ist es sogar angenehmer und gesünder für den Rücken, weil er quasi nicht durchgedrückt wird nach unten, weil da zieht ihn ja die Schwerkraft hin. Deshalb macht man Planks ja auch nicht mit einem durchhängenden Bauch, also mit einem Hohlkreuz, sondern mit einem Rundrücken. Also ein wenig, es ist nicht so, dass ihr einen fetten Katzenbuckel machen müsst, sondern einfach ein bisschen rund, ein bisschen so nach oben drücken und dann, wenn ihr so nach vorne geht, das haltet ihr, weil je länger ihr das haltet, desto schwerer ist es natürlich, weil ist ja dann wie ein Plank, weil da seid ihr auch so am Boden und seid auch so in der Luft. Deshalb macht es. Und wenn ihr zurückgeht, also nachdem ihr vorne wart, geht ihr so zurück und dann versucht die ganze Zeit, auch während der kompletten Übung, euren Bauch anzuspannen. Und am Schluss könnt ihr dann nochmal so eine Art Crunch dazu machen, dass ihr so nach vorne geht und dann nochmal so anspannt. Habe ich heute gemacht, das erste Mal, beziehungsweise das zweite Mal. Gestern habe ich das erste Mal so gemacht. Und nochmal viel intensiv, also absolut richtig krank. Die Übung ist so gestört und ich
schwöre es euch, ich versichere es euch zu 1000%, wenn ihr den richtigen Körperfettanteil habt, der ist ja, wie gesagt, essentiell, um die Bauchmuskeln zu sehen. Und wenn ihr nur diese Übung macht, jeden Tag 10 Sätze, immer mit 30 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Wie gesagt, ihr könnt auch mit 6 Sätzen anfangen oder mit 3 Sätzen oder mit 2 Sätzen, das ist scheißegal. Steigert euch langsam auf 10 Sätze und irgendwann könnt ihr dann die Wiederholungen steigern. So sagen wir, ihr fangt an mit 6 Sätzen, auch 6 Wiederholungen. Dann macht ihr im nächsten, dann macht ihr in 2 Tagen oder am nächsten Tag oder eine Woche später 7 Sätze. Dann irgendwann 8 Sätze, dann 9, dann 10 Sätze und wenn ihr bei 10 Sätzen angekommen seid, dann erhöht ihr quasi die Wiederholungen von 6 auf 7 auf 8 und immer weiter. In jedem Satz. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr diese Übung progressiv macht, weil wie gesagt, am Anfang ist es schwer. Selbst ich habe jeden Tag Bauch trainiert und habe dann die Übung gemacht und trotzdem war sie so schwer. Ist einfach eine komplett andere Belastung. Ich sag's euch, ich habe noch nie eine Bauchübung gemacht, die so viel gebracht hat und die so effektiv ist und so gebrannt hat. Ich nach den 12 Sätzen, nach 6 Sätzen oder so, sitze ich schon so da in meiner Pause und der komplette Bauch, also wie so ein Pump. Und ein Pump im Bauch ist halt übel. Also so ein richtiger Pump, der Bauch steht dann so richtig raus und das geht dann auch wieder schnell weg, ist ja logisch. Aber die Muskeln sind halt übelst aufgebläht und übelst voller Blut und übelst am Kontrahieren und am Ägen und am Ohrgeil. Und dann, wenn ihr euch anschaut, also ich habe da immer eine absolute nach der Übung, einen absoluten Sixpack am Start, kann ich euch morgen mal ein Foto oder ein Video aufnehmen, nachdem ich die Übung gemacht habe. Und das ist halt richtig krank, weil bei den meisten Übungen verschwinden die Bauchmuskeln dann durch den Pump, ist ja normal. Aber bei der Übung ist es irgendwie nicht so, weil der Pump schon wieder so arg und so krass ist, dass davon einfach die Bauchmuskeln extrem gut werden. Macht es, Leute. Und das Gute daran ist, hier wird der komplette Körper trainiert. Hier wird die Brust trainiert, die Arme, die Schultern, der Rücken, der untere Rücken, alles, eure seitlichen Bauchmuskeln, alles wird komplett mittrainiert, weil ihr quasi eben auf dem Ab Roller seid. Und dann, wenn ihr euch, ihr habt ja Körperspannung, im kompletten Körper habt ihr Spannung. Ihr habt nach der Übung wirklich auch Pump in der Brust, weil ihr müsst euch ja quasi so abstützen immer. Und da ist die Brust auch immer kontrahiert. Und achtet aber wirklich darauf, dass ihr da nicht aus dem Latt so nach unten zieht oder euch mit den Beinen quasi so nach hinten zieht, also dass ihr quasi euren Oberkörper herzieht mit den Beinen. Ihr wisst, was ich meine. Sondern achtet wirklich darauf, dass ihr das aus dem Bauch zieht. Und immer Bauch anspannen während der Übung und immer auch nicht komplett ablegen, also quasi wenn ihr nach vorne geht, nicht hinlegen, sondern immer natürlich ungefähr so oder so, je nachdem, vom Boden Abstand haltet und dann wieder zurückgeht. Und auch nicht komplett zurück, bis ihr das Kissen oder eure Knie berührt, sondern ungefähr immer so ein Stück weg von euren Knien, so ein Stück ungefähr. Das sind ungefähr so 30, 40 cm, weil wenn ihr ganz zurückgeht, ist ja die Spannung komplett verloren, weil dann seid ihr wieder aufrecht. Und wenn ihr quasi nicht komplett zurückgeht, das ist wie so durchgehende, dauerhafte, konstante Spannung. Und wenn ihr dann auch, wie gesagt, noch euren Bauch anspannt dabei und dann noch am Schluss der Bewegung bis zu 40 cm Entfernung von euren Knien quasi noch so einen Crunch mit rein und so euch so leicht einrollt, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so. Dann ist das einfach ultra die geile Übung, Leute. Macht es. Macht 10 Sätze davon. Fangt klein an mit 3 Sätzen, mit 6 Sätzen, mit 6 Wiederholungen, mit 10 Wiederholungen, je nachdem, was ihr schafft. Und steigert euch da quasi wirklich progressiv und von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche steigert euch bei der Übung. Und ihr werdet nie wieder eine andere Übung machen wollen für euren Bauch wie diese, wenn ihr sie richtig macht. Die ist göttlich. Sixpack, eine Milliarden Prozent Garantie auf den Sixpack. Wenn der Körperfettanteil stimmt, ist ja logisch. Aber wie gesagt, Leute, dadurch wird der komplette Bauch trainiert, dadurch wird der komplette Körper trainiert, aber zu, ich würde mal sagen, 90% der Bauch. Aber bei Anfängen quasi ist ja logisch, durch die Spannung und durch das Abstützen wird natürlich alles mit trainiert. Wie gesagt, sogar ich kriege einen leichten Pump in der Brust. Durchs Abstützen ist ja logisch und auch im Rücken und auch in den Armen ist ja logisch. Aber es schmerzt, am Anfang habe ich es echt mehr im kompletten Körper gemerkt wie im Bauch. Aber je öfter und je länger ihr die Übung macht, desto mehr könnt ihr euren Bauch komplett isolieren bei der Übung und ihr spürt es nur noch im Bauch. Also, wie gesagt, bis auf den Pump in der Brust merke ich nichts. Und das ist einfach so krank, weil ihr wirklich jetzt sitzt da und euer Bauch ist so angespannt und denkst so, Alter, fuck man, die Übung ist so krank, Alter, die ist so krank. Leute, ich leg's euch ans Herz, macht die Übung, ich zeige sie euch jetzt nochmal. Sie kommt hier.
Aber gesehen, Leute, macht die Übung und glaubt es mir, euer Bauch wird bei entsprechendem Körperfettanteil ein absolutes Sixpack vorweisen. Oder wenn ihr natürlich genetisch keine Sechsbauchmuskeln habt, dann sind es 4 oder 8 oder 10. Von 4 bis 10 geht ja alles. Aber auf jeden Fall mit richtigem Körperfettanteil und dieser Übung habt ihr unglaublich gute und starke Bauchmuskeln und auch sichtbare Bauchmuskeln. 1000%. Mir ist aufgefallen, dass mein Körperfettanteil ja jetzt höher ist als beim ersten, zweiten oder dritten Shooting. Ist ja logisch, weil ich mehr wiege. Um 6 Kilo. So viel Fett ist das nicht, weil es ist ja auch Wasser und das sind, sagen wir mal, 3 Kilo Fett. 1,5 Kilo. 1 Kilo Muskeln und 2 Kilo Wasser. 3 Kilo Fett. Und trotzdem sieht man die Bauchmuskeln jetzt im Moment besser wie bei den Shootings. Jetzt habe ich aber da entwässert und dann geladen und war leaner und hat den geringeren Körperfettanteil, aber trotzdem sieht man die Bauchmuskeln jetzt viel, viel besser, einfach nur seitdem ich diese Übung mache. Und ich habe auch einen Cut jetzt zwischen den, nicht ganz oben, sondern die zweite Bauchmuskelreihe von oben, also quasi da, wo der Vorpack dann wäre, da habe ich einen Cut bekommen, den ich noch nie hatte. Und auch unten, man sieht jetzt auch schon unten beim Bauchmuskel die unteren Ansätze der unteren Bauchmuskel. Also man sieht komplett 6 Stück und dann kommen noch die 8, weil anscheinend habe ich 8. Habe ich noch nie gesehen, aber jetzt sehe ich sie nur durch diese Übung. Deshalb Leute, macht diese Übung, ich lege es euch ans Herz, glaubt mir. Eine Erfolgsgarantie zu 1000%. Es gibt nichts Besseres. So viel dazu. Jetzt gehe ich pennen, Leute. Es ist 0.05 Uhr, 0.06 Uhr, 1 Uhr 6. Morgen gibt es Push, dann Homeworkout, Brustpresse und Rudern, Bauchtraining. 10 bis 12.000 Schritte, also 12.000 plus wieder. Auch wieder 4.644 Kalorien. Heute wird das gleiche gegessen wie morgen wird das gleiche gegessen wie heute. Genau, dann haut's rein, Leute. Schlaft's gut. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Schaltet auch morgen wieder ein. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Schlaft's gut, träumt euch schönes, gute Nacht. Haut's rein und Peace.